Es sind mittlerweile 20 Feuerwehren in Einsatz, weitere 4 Feuerwehren kommen nach aus dem Abschnitt Bad Ischl. Wir versuchen an alle Ecken und Enden, dass wir das Ganze in den Griff kriegen. Nein, es gibt keine Verletzten. Die Trupps, die was in Innenangriff waren, die haben wir rechtzeitig herausgebracht und haben einen Rückzug gemacht. Auf der Südseite im ersten Obergeschoss war das ein Vollbrand. Es ist ein Kurzzeit, der wir da sind, ist schon runtergefallen. Somit haben wir gewusst, kein Innenangriff, nur mehr Außenangriff. Es waren keine Personen drin, das ist ja noch ein aktives Asylheim. Und somit ist einfach nur mehr die Brandbekämpfung und keine Menschenrettung mit da gewesen. In Leikirchen ist leider Gottes ein großes Unwetter vorübergezogen, was uns bis jetzt noch immer in den späten Abendstunden ein bisschen beschäftigt. Wir haben insgesamt 58 Einsätze. 28 Einsätze sind bis dato abgewickelt worden. Die erste Alarmierung war um 17.40 Uhr. Und wir haben insgesamt jetzt mit uns, unserer Feuerwehr Leikirchen, 15 Feuerwehren im Einsatz.